eigentlich nicht so direkt Sterbebegleitung, sondern Begleitung in der letzten Lebensphase. Menschen in dieser Zeit, diese Zeit, die ihnen noch bleibt, als eine ganz wichtige, erfüllte Zeit zu schenken. In den meisten Fällen haben wir erlebt, dass nachdem wir gerufen wurden, dieser Sterbeprozess noch einmal eine Pause einlegte. Ich persönlich nenne es immer die geschenkte Zeit. In dieser Zeit hat man die Möglichkeit, dem Sterbenden ganz nahe zu sein, ihm Liebe zu schenken, Nähe zu schenken, ein Vertrauen aufzubauen. Und nicht selten ist es so, dass die Sterbenden dem Hospizmitarbeiter so nahe sind, weil es viele Probleme und Gedanken gibt, die man seinen Familienangehörigen gar nicht mitteilen möchte, weil sie gar nicht in der Lage sind, zu tragen, denjenigen zu halten vor lauter Schmerz, dass man diesen geliebten Menschen bald verlieren wird, brauchen beide, der Sterbende und die Familie, eine Hand, die hält, die einfach da ist, zu dem man Vertrauen haben kann und bei dem man auch alle Gefühlsausbrüche loslassen kann. Die Trauer, den nachher wachsenden Mut zu sterben und alleine weiterzuleben. Diese Dinge, dafür sind wir gern bereit, auszuhalten, mit beiden auszuhalten, der Familie und dem Sterbenden. Es hat sich mal zugetragen, dass in einem Dorf eine Frau ihr Kind verloren hat. Und sie hat ihr Kind auf den Arm gehalten und wollte es nicht hergeben. Und die Dorfbewohner wussten nicht, was sie machen sollten, denn das Kind musste ja beerdigt werden. Daraufhin hat man den ältesten Mann im Dorf gebeten, der Frau zu helfen. Und dieser Mann hat zu der Frau gesagt, sie solle von Haus zu Haus gehen und schauen, ob es ein Haus gibt, wo der Tod noch nicht Einzug gehalten hat. Und die Frau hat das gemacht. Sie hat geklingelt und ist von Haus zu Haus gegangen und hat festgestellt, dass in jedem Haus, in jeder Wohnung schon mal jemand gestorben ist. Also jede Familie ist bereits mit dem Tod konfrontiert gewesen. Und da hat diese Frau begriffen, dass der Tod zum Leben dazugehört. Daraufhin konnte sie ihr Kind hergeben und man konnte es beerdigen. Und genau so ist das. Man kann ihm nicht entkommen, dem Tod. Überall ist er. Und unser Ziel ist, ihn ins Leben zu holen, bewusst den Menschen bewusst zu machen, dass er zum Leben dazugehört. Und so ist es ja auch mit unserer Arbeit. Wir werden ständig daran erinnert, was im Leben wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Und dafür sind wir auch unglaublich dankbar. Wir machen diese Arbeit sehr gerne. Wir sind beide Hospizler mit Leib und Seele. Und wir finden es ganz wichtig, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und nicht fliehen, weil irgendwann kommt es ja doch auch bei uns. Ja.